Fragmente. So, können wir ja mal gucken. Raumzeiten, Brecherruinen, Atlas Essenz. Es fehlen uns irgendwie noch fünf Stück. So, dann schauen wir uns mal vorsichtig um. Und da ist schon wieder so ein Monstervieh. Ach nee, das sind Hoplites. Die können wir ja ganz leicht schlagen. Ja. So, 5 Sterne und so ein ganz paar Dinger kriegen wir hier. Wartet mal. Also ich könnte jetzt da lang gehen. Ich gehe aber da unten lang. Da unten ist auch noch ein Portal, das ich jetzt öffnen kann. So, und ruckzuck werden diese Viecher natürlich auch wesentlich schwächer gegen uns. Bam! Bevor er groß angreifen konnte, er konnte seinen Angriff noch einmal fortführen, aber ausführen, aber mehr konnte er auch nicht mehr großartig machen. So. Wir gehen natürlich mal gucken. Gleich kommt Kupo wieder und sagt: So, oh, das ging aber schnell. Ja, ich weiß. Können wir aber noch nicht öffnen. Dafür müssen wir wahrscheinlich in eine andere Zeit. Wow, wie viele Gegner haben wir denn hier jetzt? Alte Scheiße. Was ist das denn? Was war das denn? Okay. Ja. Let's go find an arc.
weißt du was, dann gehen wir mal hier lang. Vielleicht können wir hier jetzt mal ein Portal öffnen. Aber das war eben schon heftig, hallo? Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass wir da sterben. Und vor allen Dingen einer nach dem anderen, ne? Erst sie, dann ich und ja, hallo? Das war richtig, richtig übel. Ja, ich weiß, Kubo. Ja, gnadenvoller Tod. Kriegt alle euren gnadenvollen Tod. Bestimmt. Okay. Ja, aber vielleicht können wir jetzt das Portal da hinten öffnen. Da hinten ist auch noch ein Portal. Ein blaues. Ist in die Richtung. Ach, da kommen wir später lang. Würde ich sagen. Da haben wir ein Portal. Ja, sonst haben wir auch noch kein weiteres Portal irgendwie. Aber weißt du was, dann gehen wir jetzt hier links weiter. Achso, Steuerkreuz macht nichts. Ich wollte mal gerade gucken, was das Steuerkreuz so macht. Bäm! Du bist aber wieder so ein Hopplied. So, greif an und schlag ihn tot und was weiß ich nicht alles und mach ihn fertig. So, so, so und yeah! Haha! Ach, wie gut, dass wir so einen schönen Brecher dabei haben. Duroplastgewinde. Also das ist ganz gut für mechanische Monster. So ein Duroplastgewinde. Kristarium, gehen wir auch mal hier drauf. Caramello kann nicht mehr. Geht nicht mehr. Chantal. Wir haben auch hier nichts mehr. Siehst du, jetzt haben wir auch schon nichts mehr. Aber wir werden Rocky auf jeden Fall auch weiter stärken. Es könnte sich lohnen. Vielleicht finden wir auch irgendwo ein Monster, was noch besser ist. Mal schauen. Man weiß es ja immer nicht, das ist es ja. Man weiß ja nie. Boom. Und hau rein da. Mach ihn fertig, diesen Schlappschwanz. Den irdischen. Diese Viecher, die gab es so ähnlich auch schon im ersten Teil. Die hießen aber noch anders. Das waren dann immer so Katzen. Und hier ist natürlich alles gemischt. Mechanische und natürliche Wesen gleichermaßen. Irdischen haben wir. Vielleicht sollten wir uns den mal genauer angucken. Wir können jetzt auf jeden Fall mal gucken. Vielleicht kommen wir da hoch. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall hätten wir hier weitergemusst. Hätten gar nicht zurückgemusst. Aber so konnten wir wenigstens noch mal ein bisschen unsere Fähigkeiten steigern. So.
Ei, ich würde aber erstmal diese Blume bekämpfen. Obwohl, ist scheißegal. Jetzt haben wir das erste Viech haben wir jetzt schon besiegt. Es ist schon schwer genug, würde ich sagen. Dieses Vieh. Obwohl, das überlebt keine 10 Angriffe und dann ist es besiegt. Also, ja, zack, zack, zack. Es ist vom Schwierigkeitsgrad her, es ist eigentlich ziemlich schwierig, dieser Teil. Also wenn ich mir den ersten Teil angucke, viele Monster, die mit einem Schlag besiegt sind und dann auch meist nur ein Monster oder zumindest oft. Aber so ist das in Final Fantasy. Aber ich finde so von der Story her ist der 13. Teil bzw. 13.2 sehr, sehr gut gemacht und hat definitiv was. Aber definitiv. Definitely. Okay, was haben wir denn hier? Hier haben wir irgendeinen Teil. Ach, ein Grabstein. Here lie the innocent victims of chance, cast out and cast down. May their souls find the path that leads them home. Cast out. These must be victims of the purge. This is it. This is the place. Not my name. Then whose is it? Kobo. It's my friend's. She died here, running from the purge. And me? I'm one of those who survived. 5 years ago, the entire town of Bodum, it was wiped out by the army. I was there, visiting my friend. Then everything went to hell. We ran and hid with the other fugitives. But just as the troops were pulling out, that's when the ceiling of our hiding place collapsed. Ever since then, I've had the same dream. I'm trapped under rubble. It's dark. I'm in pain and I can barely breathe. The next thing I know, I rise out of my body, and I'm standing before this grave. And the name written on the stone, it's mine. After seeing that image so many times, I started to think that maybe I did die back then, and the life I'm living now is just an illusion. Alyssa, do you feel that way too? Uh-huh. Well, you seem real to me. Real enough, I guess. Even if they all forget, I never will. And neither will I. I can never forget. The events that scarred Alyssa were started by Lassie. If I had never become Alyssa, if I had never made those mistakes, then the purge, well, it may never have happened. Stimmt. Is there any way to make up for the suffering we've caused? Can we ever give back what we've taken? Sie war ja schon mal in einem Kristall eingeschlossen. Oder beziehungsweise war ein Kristall. Lange Zeit. Aber wenn ihr euch den ersten Teil reinzieht, dann erfahrt ihr auch ein bisschen was drüber. Wow, hier sind weitere Essenzen, glaube ich. Und Kapseln. Okay, dann. Ich denke, das wraps things up für Alyssa. Now for our little quest. Let's find an artifact and open a gate. So. Where should we look? Now we've cleared up the paradox effect. It's possible those sneaky artifacts have come out of hiding.
Let's try searching those areas we couldn't reach. Time for some Moogle magic.